Ich bin der Robin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder eine richtig spannende Aktie dabei, die eigentlich jeder von euch kennt. Und zwar geht es mir heute um das Unternehmen und um die Aktie BASF. Ja, ich habe wieder ein paar spannende Hintergrundinfos auch dabei, so ein bisschen auch auf Verbraucherseite zum Sehen und natürlich auch wieder ein gutes Zahlenwerk, um das einfach ein bisschen zu durchleuchten. Und wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt und keine Analyse und kein Unternehmen mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, um mich zu unterstützen. Ich würde mich mega freuen und jetzt geht's hier schon los. Ja, jetzt möchte ich hier auch schon auf die wichtigsten Übersichtsdetails einfach mal von BASF eingehen. Also Gründung von BASF war am 6. April bereits 1865 in Mannheim, damals aber noch als badische Aniline and Soda Fabrik. Also gestartet haben sie hier tatsächlich als Soda Fabrik. Mittlerweile haben sie hier aber schon eine Mitarbeiterzahl von stolzen 117.628 Mitarbeitern. Und die BASF, also mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, ist also nach Umsatz gesehen der weltweit größte Chemiekonzern. Also hier sehr, sehr groß und eben hier auch weltweit der größte. Vorstandsvorsitzender ist hier Martin Brudermüller und die Branche ist hier ganz klar Chemieindustrie, Öl und Gas. Ja, jetzt möchte ich auch hier schon mal direkt gleich auf den Kursverlauf der BASF-Aktie eingehen. Und ihr seht, im Oktober letzten Jahres sind wir irgendwo so um die 60 Euro gestanden. Dann kam, immer so die Range zwischen 60 und 70 Euro, bis eben dann hier das Corona-Tief kam, was so knapp unter 40 Euro lag im März und konnte sich dann wieder ein bisschen zurückkämpfen auf so um die 55 Euro. Und hier ist einfach 55 Euro so die letzte oberste Range gewesen, so knapp 57 ist er noch hochgelaufen, aber auf den kurzfristigen Chartverlauf, da komme ich nachher gleich nochmal drauf zurück, aber meiner Meinung nach bietet es jetzt hier wieder sehr, sehr gute Kaufchancen, aber da komme ich später gleich nochmal drauf. Genau, hier einfach nochmal so das Zahlenwerk der letzten paar Jahre, also hier die Umsatzerlöse, sieht man, sind hier leicht rückläufig. Wenn man es jetzt mal von 2013 bis 2019 betrachtet, sind wir hier leicht rückwärts gelaufen. Die Dividende je Aktie ist allerdings stetig gestiegen, also von 2013 bis 2019 hier in Euro eben ausgewiesen. Und man sieht, hier ist einfach so eine kleine steile Gerade hinterlegt. Das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, lag 2019 eben bei knapp über 20. Ist ein wenig hoch gewesen, aber wie gesagt, hier das KGV ja nicht immer die einzigste oder ausschlaggebendste Zahl, wie ihr wisst, sondern es hängt hier natürlich immer auch vom Umsatz und Gewinn des Unternehmens ab und natürlich auch, wie breit sie hier aufgestellt sind. Ja, was vielleicht auch wichtig ist, dass man einfach hier so ein bisschen die aktuellen Zahlen hat, also zum Beispiel die Agrarsparte, die hat ihr operatives Ergebnis jetzt in 2020 um fast 8% auf 929 Millionen Euro gesteigert und war hier eigentlich dieses Jahr auch größter Gewinnbringer des Konzerns. Also das hier sehr positiv. Und ebenso konnte eben auch im Bereich Natrilidin and Care mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum auch glänzen, und weil halt einfach hier Nahrungsprodukte und Reinigungs- und Körperpflegemittel gerade jetzt im Corona-Lockdown auch sehr gefragt waren. Insgesamt, also im gesamten BASF-Konzern, konnte von Januar bis Juni war halt hier ein leichter Umsatzrückgang von knappen 2% auf 29,4 Milliarden Euro und dabei ging das operative Konzernergebnis um 32% im Vorjahresvergleich auf knappe 1,9 Milliarden Euro zurück. Und ja, die Analysten erwarten aber hier auch, dass der Konzern an sich die Corona-Krise eigentlich profitabel meistern kann und in den kommenden beiden Jahren eine konstante Dividende von ca. 2,80 Euro je Aktie ausschütten dürfte. Also man sieht, sie sind hier für die Zukunft auf jeden Fall gewappnet und haben den Corona-Lockdown hier eigentlich sehr gut überstanden, da hier auch sehr viele Sparten abgedeckt werden. Ja, hier auch einfach nochmal die Zahlen 2017, 18 und 19 im Vergleich. Also das Ergebnis hier, Aktie ging von 2017 hier leider zurück von 6,62 auf 2,98 von 17 auf 19 gerechnet.
Und die Dividende je Aktie ging stetig immer leicht rauf, so im knappen 10-Cent-Bereich, also von 3,10 auf 3,30 bis 2019. Und die Gesamtdividendenausschüttung ging von 2,7 auf knapp 2,9 in 2019 nach oben. Ja, jetzt der aktuelle Kurs, wie ich es euch vorhin schon versprochen habe, ist einfach mal der Zeitraum der letzten 6 Monate. Ihr seht, sie hat sich hier schon wieder leicht erholt, also ein knappes Plus von 17%. Und ich habe euch rechts einfach auch mal so das Analyseverhalten der Analysten einfach mal dazu getan. Also das mittlere Kursziel liegt ja irgendwo bei 53 Euro, das höchste bei 66. Also da in dieser Range befinden wir uns momentan auch gerade. Und was die aber hier genau für die Zukunft auch noch geplant haben, da komme ich dann gleich nochmal genauer drauf. Ja, hier sieht man jetzt nochmal ganz gut die Dividende in der Übersicht. Also hier sogar von 2010, wenn man sieht, war sie noch bei knapp 2,20 Euro gestanden, hat eine Rendite entsprochen von 3,7%. Wenn wir es jetzt 9 Jahre später betrachten, also letztes Jahr 2019, sind wir hier irgendwo bei 3,30 Euro rausgekommen mit einer Rendite von knappen 5%. Und das ist hier natürlich schon sehr, sehr solide. Ja, und jetzt hier eine kleine Anregung in eigener Sache. Also wenn ihr keine Analyse und kein Unternehmen mehr verpassen wollt, dann unterstützt mich hier gerne mit einem kostenlosen Abo. Ich würde mich mega, mega freuen. Ich bringe auch immer wieder neue Unternehmensanalysen raus. Und was euch jetzt in Zukunft erwartet und warum ihr hier vielleicht auch ein Abo dalassen könnt, das zeige ich euch jetzt. Hier ist einfach mal so ein bisschen der Ausblick, den ich jetzt als nächstes bringen werde. Also ich werde mich einmal hier mit Microsoft beschäftigen. Das finde ich ein richtig cooles Unternehmen. Einmal mit Bayer und hier mit Coca-Cola, sind natürlich auch hier 3 Flaggschiffe und wollte mir hier einfach mal die aktuellen Prognosen und die aktuellen Zahlen und auch Verbraucherdaten hier einfach mal dazu anschauen. Also bleibt gespannt, bleibt dabei und wie gesagt, wenn ihr das gerne sehen wollt, dann lasst hier ein Abo da und schreibt mir immer unten gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ich freue mich auf euch. Ja, jetzt möchte ich hier eigentlich auch zahlenmäßig weitermachen und zwar interessiert mich hier immer ein bisschen so die Aktionärsstruktur. Und mit über 600.000 Aktionären gehört BASF zu den großen Publikumsgesellschaften mit breit gestreutem Aktienbesitz. Und ihr seht hier links auch ganz gut den Chart. Das ist jetzt auch, oder beziehungsweise das Kuchendiagramm von 2020. Also ihr macht tatsächlich fast 50%, also so knappe 47 machen hier deutsche Investoren aus. Und die restlichen 21, also sind so die 2 größten Kuchenstücke, USA und Kanada. Und mehr als 30% des Grundkapitals werden hier auch von Privatanlegern gehalten und die fast eben nahezu auch da alle den Wohnsitz hier in Deutschland haben. Und BASF gehört damit eben zu den DAX, also zu den größten DAX 30 Unternehmen mit dem größten Privatanlegeranteil. Genau, und das ist natürlich hier schon richtig, richtig gut. Und sind hier aber trotzdem noch weiter gestreut. Auch in Großbritannien sind Investoren, übriges Europa, übrige Welt und 8% hier nicht genau identifiziert. Aber wie gesagt, der größte Kuchen macht hier einfach Deutschland aus. Ja, dann einfach so ein bisschen Aktuelles hier auch zu BASF. Also und zwar haben die hier in der Agrarchemie-Sparte, die wurde dieses Jahr hier eben erweitert. Und da haben sie eben für 8 Milliarden Euro die Teile des Saatgutgeschäfts von Bayer übernommen. Und was ich hier wichtig dabei finde, bis 2028 wollen die hier eben mehr als 30 neue Produkte auf den Markt bringen, also die hier einfach geplant sind und mit einem Umsatzpotenzial von insgesamt 7,5 Milliarden Euro. Und da habe ich mal ein dickes, dickes Ausrufezeichen dahinter gemacht, wenn die Zahlen wirklich so erreicht werden können oder gar übertroffen werden können, dann ist es hier ein enormes Umsatzpotenzial, was hier drinnen steckt. Ja, außerdem haben die ein neues Pflanzenschutzmittel mit Revisol auf den Markt gebracht und die Erlöse werden sich hier wahrscheinlich auf mehr als 1 Milliarde Euro belaufen. Ja, außerdem, das ist jetzt so ein bisschen eine, ja, man kann es als Negativ- und Positiv-Schlagzeile sehen, rein unternehmerisch ist es hier positiv. Und zwar haben die Stellenstreichungen bei ihrer Sparte Global Business Services vorgenommen. Es bringt ihnen allerdings Einsparungen pro Jahr von mehr als 200 Millionen Euro, das ab dem Jahr 2023. Also 200 Millionen Euro können die hier dadurch einfach im Jahr sparen. Was man vielleicht wissen sollte, diese Global Business Services Sparte haben sie hier eigentlich dieses Jahr erst neu aufgebaut und hier ist immer noch mal ein bisschen am Rotieren. Ja, die Hauptgeschäftsfelder jetzt hier einfach und ein paar Produkte dazu, dass man das auch mal gehört hat.
Also hier im Bereich Chemikalien, eben mit den Unternehmensbereichen Anorganika, Petrochemikalien und Zwischenprodukte und im Bereich Öl und Gas über die Wintershall Holding AG und eben ihre Beteiligung, also hier auch Exploration und eben auch die Förderung und Transport sowie Speicherung und Handel mit Erdgas und Erdöl. Also hier dieser klassische Erdgas-Erdöl-Transport und auch die Speicherung. Und eben Pflanzenschutz, wie ich es ja vorhin auch gerade schon erwähnt hatte, und Ernährung mit den Unternehmensbereichen Pflanzenschutz und Ernährung. Und die Produkte sind ja zum Beispiel Herbizide, Insektizide, Fungizide und auch Vitamine und sämtliche Säuren und Pigmente, die die hier eben dafür verwenden. Dass man einfach mal so eine kleine Produktpalette auch von BASF gehört hat. Ja, jetzt möchte ich einfach wieder zu meinem Fazit kommen, wie es vielleicht manche auch schon von meinem vorherigen Video kennen. An sich kann man sagen, also positiv zu sehen ist hier einfach die sehr gute Dividende von knapp 5%. Ich finde auch für die Zukunft ist hier jetzt ein recht guter Einstiegskurs gelegen. Ich werde sie trotz alledem hier jetzt noch nicht kaufen. Also ich persönlich lege sie mir hier in die Watchlist, um hier einfach noch zu schauen, ob vielleicht noch so diese untere, ja, Schwelle von um die 46 Euro, was man so die letzten Monate betrachtet hat, nochmal erreicht wird und werde dann vielleicht hier einen Invest tätigen. Auch positiv zu sehen sind, dass die hier diese riesen neue Produktzahl auf den Weg bringen wollen, mit diesen 7,5 Milliarden Umsatz, wenn die gehalten werden können, bin ich hier sehr, sehr positiv gestimmt. Aber, und das ist jetzt auch das einzigste Negative, was ich zum Sagen habe, man muss natürlich auch schauen, ob das alles eingehalten werden kann und wie hier einfach die Absätze in Zukunft stattfinden. Trotz alledem hier auch das Fazit für mich ganz klar, aber ein Kandidat für das Dividendendepot, weil mit stolzen 5% Dividende kann man hier ein bisschen was mit abgreifen. Deshalb ein leicht grüner Pfeil nach oben. Ich bin hier positiv gestimmt. Ja, das war es heute eigentlich schon von meiner Seite. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst hier gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.